Ist ja klasse. Wo ist der Rest hin? Ach ja, Beta und so. Ja, finden wir Neues. Aber erstmal müssten wir hier mal rauskommen. So, ist jetzt endlich hier eigentlich mal alles tot oder müssen wir noch länger Shooter spielen? Ich höre schon wieder welche. Soll ich kurz die Axt rausholen? Wenn das hier gleich so weiter. Ja, hol mal die Axt raus, hinter dir ist schon wieder einer. Aber ich glaube, das ist dann wirklich der letzte. Vergiss es. Zwei sind es mindestens noch. Hast du? Ich bin gerade hier kurz. Du kriegst mit dem Platz wahrscheinlich nicht hin, oder? Ja, du musst ja, die Axt, die muss ja, du brauchst ja, das ist ja eine Hauptwaffe. Du musst ja deine Winchester musst ja, wo torkeln die denn hin? Dann jetzt bitte meine Winchester hin. Hallo? Oh oh. Keine Angst, die Axt hast du nicht umsonst rausgeholt. Da kommt gleich noch einer, aber der hat uns anscheinend nicht gesehen. Ey, scheiße, wenn jetzt deine Winchester weg ist, ist das aber richtig assi. Die bräuchten wir eigentlich noch. Also hier draußen ist noch ein Zombie. Aber der hat uns anscheinend nicht mal auf den Blick. Also der hat uns verloren. Hoffentlich. Nee, warte, hier ist die Winchester. Ich sehe sie. Hier liegt sie auf der Leiche. Siehst du da? Aber nee! Oder hast du die jetzt mitgenommen, die Winchester? Nein. Oh nein, da ist sie gerade despawned. Eigentlich sollten die Waffen nicht so schnell despawnen. Das sollte irgendwie 10 Minuten dauern oder so. Aber hinter dir ist ein Zombie, könntest du ihn mal wegnehmen. Ich wie die da. Na gut. Ja, dann lass uns jetzt hier schnell in der Stadt und hoffen, dass es. Hat sich. Ja, hat sich total gelohnt, die Reise. M1911 ist hier. Magazin, ja. Ja, das nehme ich erstmal mit, ich habe gerade Platz. Ein Zombie oder? Ach ja, ich sehe schon. Ja, wie viel Schuss hast du noch für die Pistole? Na, null. Was? Ich habe dir gerade Magazine in den Rucksack gepackt. Guck mal, du hast zwei Magazine im Rucksack, mindestens. Ach so. Ja, dann. Naja, toll. Das ist natürlich nicht so top. Also, wie machen wir das? Brennen wir wie die Wahnsinnigen bis zum Supermarkt und versuchen uns schnell auszurüsten? Da kannst du mit deiner Axt, danke. Ja genau, greif mich an. Jetzt ist hier aber absolute Stille eingetreten. Die Enfield-Magaziner dabei. Warte, hol ich mir gleich. Ich muss hier nur kurz Effects laut machen. Damit ich hier mal ein bisschen besser die Schritte höre. Take an. Was? Doch, Butterbottle? Ach ja. Oh. Ich frag mich, wie meine Knarre da auf die Leiche gekommen ist. Ich wüsste doch nicht. Vor allem viel schlimmer finde ich, dass ich sie noch gesehen habe. Im nächsten Moment war sie weg. Und ich brauche eine andere Pistole. Dann wollte ich nicht die Munition streitig machen. Ja. Also laufen wir oder willst du dich jetzt durchachsen bis zum Krankenhaus? Lass uns hauen. Ich achse mich hier durch. Wie gesagt, ich habe halt immer noch ein bisschen Angst vor Spielern, aber. Weil wir uns Ewigkeiten daran aufhalten, um welche Leute hier zu schießen. Ist auch nicht so top. Boah, da geht Rambo los. Was man dafür jetzt hin? Ist das da das Krankenhaus, was ich ja, kann? Da siehst du schon. Das sieht das mit den Lastscheiben. Das ist ein Steinwurf entfernt. Also da, das Dach von dem Krankenhaus ist der einzige Ort, wo hier ein Spieler rumhängen könnte. Also ein Sniper. Und ich sehe keinen. Bin mal weg. Oh jo. Jo, mach gut. Also, eventuell haben wir Glück. Ich pack mich mal zum Boden. Wo bist du? Bist du? Ja, war sie gleich am Kampf. Jo. Ich hab mal wieder es geschafft, erfolgreich Zombies anzulocken, wo ich mich gerade hingepackt hab. Nee, schieß nicht. Lass einfach bis zum Krankenhaus laufen. Das sind doch schon wieder verdammt viele, oder? Ich hätte jetzt bloß ihn gesehen, aber. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da oben auf dem Dach einen Typen. Oh, was ist denn das hier für hässliche Vorgehen? Ist das ekelhaft?
Hör dich doch schon wieder in die Luft schlagen. Also, wir können hier unser Verfolger abhängen, wenn du unbedingt magst. Alter, von der Zunge lassen sie sich nicht aufhalten. Ja, lassen sich nicht hinter uns. Da ist noch einer. Scheiße, jetzt hat er mich getroffen. Ah, ich gute. Boah, ist das. Ich hasse das kleine. Oh, fuck. Du hast mich getroffen. Ja, hab. Doch, hast du. Ist aber kein Problem, ich habe nur einen Schock. Also, wir sind ja eh gleich im Krankenhaus. Da können wir uns ja wieder zusammenflicken. Obwohl, gib mir mal lieber gleich das letzte Blatt weg. Hast du die Tür aufgemacht? Ja. Naja, weil du weißt, dass ich kein Bloodbag habe, ja. Aber ich hab eins, gib mir das mal. Gib dir dein Inventar. Zwischenzeit hau ich mir einen Painkiller. Warte, ich muss die rausnehmen, aber. Das muss ja im Hauptinventar liegen. Ich hab keine Painkiller mehr, doch. Was Antibiotika steht hier. Ja, aber nein, das liegt schon in deinem Rucksack. Ich hab's ja schon gegeben. Hast du das? Hier kann, ich steht nur hier Painkiller. Ja, machen. In deinem Inventar. Ja, ich hab's da rausgenommen, das liegt doch jetzt in meinem, das liegt doch jetzt, ich hab's doch quasi im Inventar. Gut. Du kannst mir keinen Bloodbag geben? Geh den Bloodbag zum Zuschen? Es gibt Painkiller, es gibt Markarov und Open Alistair kann ich nur machen. Na gut, sei es drum. Ich zittere gerade nicht mehr, denn laufen gehen wir jetzt. Ich glaube, es wäre ganz schlau. Ich gehe auf das Dach von der Hütte. Hallo? Tür? Tür? Ich hab doch gerade hier noch die Tür aufmachen. Warum geht das jetzt nicht? Kann man die Fensterscheiben nur einschieben oder auch eine Achse? Eine Achse, die super haben wir jetzt mal aufgemacht. Wie gesagt, ich kletter kurz aufs Dach von der Hütte hier, ne? Und halt Ausschau. Das erscheint mir gerade irgendwie am sichersten zu sein. Leider irgendwie. Da, die Kisten. Apple. Im Hinterhaus stehen hier irgendwelche Zelte rum. Ich glaube, da liegt doch was. Hoffe ich. Aber nicht wechseln wir den Server. Keine Kisten, gar nicht. Scheiße. Nee, gar nicht. Dach ist leider auch nicht. Ah, ich sehe hier zum Glück auch keinen. Also nach dem ersten oberflächlichen Blick würde ich sagen, die Landschaft ist zumindest sicher. Also hier ist keiner außer uns bei. Nee. Ah, ich hab da noch einen anderen kreativen Vorschlag. Rechts von dem Krankenhaus, da sind so eine Medizinzelte. Da gehe ich jetzt auch mal hin. Hier so ein Zelt im Boden, oder was? Jo. Da müsste da die Ufer drin liegen. Ich war gerade drin, da ist auch nicht. Was? Die Glasscheiben waren noch heile von der Scheißhütte. Also, ein Zelt ist hier nur. Ja, der richtig große, die richtig große Krankenstation ist in Tscherno hinten. Hier, okay, darf man nochmal den Bloodpack zu geben. Wo bist denn du? Hier. Ja. So, denn nur Open Alice Bag und Waffe, ey. Lächerlich. Was soll denn der Scheiß? Du hast es auch im Inventar, ne? Du siehst es ja, ne? Ja, ja. Ja, das sieht doch hier schon verdächtig leer aus. Hier liegt ja gar nichts mehr oben. Nicht mal eine Bandage. Ich glaube, wir sind hier richtig alleine. Weil, wisst ihr noch, wo wir das erste Mal hier waren? Da war auch alles leer. Da mussten wir auch erst 5 Minuten warten, bis... Also ich... Da bei diesen... Nicht hier, sondern woanders. Der erste Supermarkt, ja, oder? Ja. Oh, nee, der zweite Supermarkt, oder? Ja, lass mal kurz zum Supermarkt langsam rübergehen und erstmal nach Munition und so fahren. Fahren denn.
Ich gehe hinterm Krankenhaus lang. Na, ich guck mir nochmal an, ob du nicht vielleicht doch noch irgendwas übersehen hast. Ey, ist ja, das ist ja. Ach, hier ist doch einer. Gerade spawnen. Jupp. Wird aber wann nicht. Hallo. Wir mit Cardboard. Aber irgendwie krieg ich das nicht hin. Hä? Hat er sich jetzt ausgerüstet? Hä? Was habe ich denn jetzt da gemacht an dieser Cardbox? Ich möchte die gerne öffnen. Achso, ich hätte vielleicht Gear drücken. Entweder ist das Spiel verbuggt gerade oder wie gesagt, komm mal runter hier, hier liegt alles. 5 Bloodbags, ich pack die erstmal ein. Die Morphin packe ich auch noch gleich 2 Stück ein. Ne, 3. Ja, komm mal hier runter, hier steht in der Kiste, das reicht. Da sind noch 3 Bloodbags drin. Und hier ist noch eine Kiste, die sind gerade respawned. Ist alles gut. Verdammt ruhig hier, muss ich sagen. Wo bist du jetzt? Im Krankenhaus. Klar, hier stehen jetzt diese Kisten da. Da ja, holen. Ja, ich kann ja auch kein Bloodpack geben. Was ist denn das? Boah, das. Vorhin konnte ich. Ach nee, halt, ich kann es nicht, weil ich habe gar kein Inventar. Ich trottel. Kann man nur 3 Stück bei haben? Nee, eigentlich nicht. Du kannst eigentlich so viele dabei haben, wie du möchtest. Ein Epi-Pen. Das ist gegen Bewusstlosigkeit. Wenn du... Sag ich mal eh, naja. So. Also ich kann... Ich geb dir mal eine Bluttransfusion, einfach nur, weil wir es können. Na, Bett funktioniert. Auch im Inventar. So. Ja, ja. Da müsste es jetzt wieder voll sein. Warte mal, jetzt da war der Schiff gerade. Jetzt kommt auch einer. Hervorragend. Eigentlich. Ja, es dauert eine Zeit. Aber er macht. Jetzt macht er was. Was macht er was? Ja, er macht was. Sehe gleich. Man kann sich aber auch mit Essen. Wenn du mir hast. Dein ist bei mir noch nicht angekommen, ne? Ich habe immer noch 10.100. Was? 10.190. Aber bei mir ist gerade noch nicht angekommen. Ja, ich habe auch noch die 4 Dinger im Inventar. Nee, ich habe die nicht mehr. Ich hole mal kurz eine neue. Also jetzt haben wir ja gerade noch. Jetzt können wir eigentlich mal fröhlich durchprobieren. Ah, ich packe auch das Inventar mit Bandagen voll. So. Ich block dich hier gerade. Der sagt mir aber, dass ich dir keine Transfusion. Ah ja, das sind volle Kisten. Hier war keiner vor uns. Das ist eigentlich richtig gut. Das heißt, wir sind hier absolut menschensicher. Versuchen wir nochmal eine zu geben. Sehr komisch. Ich glaube, wir können wieder ja nicht mehr das Anzeigefenster am Rand. Ja, ich habe das bei dir auch nicht. Wollen wir den Zauber wechseln? Also noch schnell zum Supermarkt gehen, gucken, was wir da finden und dann einfach den Zauber wechseln, gucken, ob es da dann woanders geht. Ja. Wenn das hier so komisch verbuggt ist, dann können wir das wieder machen. Also ich habe jetzt 3-mal Morphin dabei und ein Bloodpack noch im Inventar. Oh, warte mal, ich pack mal hier irgendwas anderes weg. Also ich habe 2 Bloodpacks im Inventar, 2 Bandagen im Inventar und im Rucksack habe ich 2 Bandagen, 2 Bloodpacks, ein Epipen, 2 Morphin-Injektor. Ja, Morphin habe ich 3, das ist vielleicht ein bisschen dolle viel. Obwohl... Jetzt ist doch gerade die Anzeige wiedergekommen und ich habe jetzt wieder 12.000 Blut. Ach. Das ist mein Ding. Ja, vielleicht ist der Server jetzt gerade wieder gekommen, quasi, also. Hm, wo bist du hin? Bist du hier noch hinter mir? Ach, da. Da versuchen wir nochmal eine zu geben. Geht nochmal hin, ganz medizinisch. Abgeklickt. Es ging wieder zu klicken, weil ich kann dich zum Beispiel nicht anklicken. So, diese Fenster schon wieder verschwunden. Ja. Ich meine, es ist hier menschlich relativ leer. Ah, es fängt an zu regnen. Ich fällt gerade auf, es wird gar nicht mehr, seit dem neuesten Patch wird gar nicht mehr die Temperatur angezeichnet. Das heißt, wenn wir jetzt hier uns irgendwie kalt ist, muss man irgendwie merken. Jetzt macht er was. Oh, oh. Mir ist noch nichts, aber. Hast du ein Antibiotika-Wissen dabei? Ich hab 2. Gleich doppelt. So
Hat der 24.000 Leben oder was? Naja, immer noch ein Stück mehr Wetter. Was, Antibiotika habe ich jetzt bei, ne? Na, kannst du noch einen Platz für ein Antibiotika übrigen? So, klar. Bis zu 100 Stück Plätze, wenn wir im Rucksack haben. Würde mal sagen, nächstes Ziel Supermarkt. Und danach machen wir mal Serverwechsel und gucken, was mit dem Bloodpack los ist. Oder sollte man vielleicht am besten schon mal irgendwo ein bisschen Richtung Solici gehen? Da wir ein bisschen alleine sind, weil ich möchte eigentlich nicht hier mitten im Berenzino spawnen. Das wäre mir extrem unlieb. Da haben wir jetzt ein Flugzeug bei, wir können ja einfach hier kurz tunneln und dann Richtung Solici und dann Server. Und wir so ausloggen und dann uns morgen warten. Hier ist nur komplett leer. Ja, warten. Erst gleich. Ja, dann halten wir mal kurz Wache. Das ist ja richtig leer. Oh, you were kicked off the game. Battle Eyes Script Restriction. Bla 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 bla. Ja. Ja, so, da sind wir wieder. Aber ich sehe gerade hier, der Server, der hat gelogen, der ist garantiert nicht GMT-8, weil es ist hier stockenduster und ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich bin im Supermarkt. Aber ich weiß es nicht, drehen wir hier die Brightness nochmal hoch, aber nee, die Gamma. Aber es bringt auch nichts. Da ist immer noch sowas von düster hier. Warte, ich krieg ja mal kurz auf die Kasse. Du bist ja gerade ausgelockt, ne? Wo hast du dich ausgelockt genau? Hinterm Tresen, da kannst du da rechts dann in die Tür rein und dahinter. Okay, gut. Ich krieg den hier. Oh, ey, weißt du, wie düster es in diesem scheiß Supermarkt ist? Ja, ich hoffe, ich begegne hier keinen Spieler wie beim letzten Mal. Das war schön. Ich glaube, den eigentlich hier. Ah, der Server ist aber richtig leer. Das sind hier sind gerade. Boah, ist mein eigenes Atmen. Gut. Ich wollte gerade sagen, ich höre hier gerade einen Atmen in den Typen, aber. Spricht alles dafür, dass ich das bin. Also auf den Server hier sind gerade 11 Mann drauf. Spider-Pick. Der Hausmeister. Aber übrigens, hier ist der Supermarkt auch leer. Komplett leer gelootet. Ja. Einfach nur ein Schiss Board, glaube ich. Naja, aber trotzdem. Finde ich eigentlich nicht okay soweit. Ich möchte gerne volle Supermärkte haben. Oh doch, warte mal, hier ist ein Zelt. Ah, nur das Zelt ist hier und sonst gar nichts. Aber Zelt ist halt kacke, dann müssen wir uns wieder an den Server binden. Ist er überhaupt Third Person? Das weiß ich auch gerade nicht. Doch, er kann Third Person. Aber wenn du hier ja, so ein Ja, doch, Third Person. Ist vor allen Dingen ein Regular-Server, da sind die Zombies nicht so hart. Aber trotzdem ist der scheiße, weil es ja gerade stockdüster ist. Das GMT-8 ist einfach nur gelogen. Mein Laufen die Server in Echtzeit? Also wenn es hier Nacht ist, ist da auch Nacht? Oder ja, na je nach Zeitzone. Wir spielen ja meistens auf einem Server, der eine Zeitzone hat, die halt deutlich niedriger ist, wie so auf Ami-Zeitzone oder so, dann abends auf Tag spielen können. Weil es ja kacke ist. Sonst 6 Stunden eher ist. Naja, ja, sonst kannst du ja nur nachts spielen, das ist ja auch irgendwie nicht so top pralle. So, aber dadurch, dass es hier gerade so düster ist, traue ich mich mal bis zur Wasserpumpe zu laufen. Um mal kurz aufzutanken, ob das geht. Alter, ist das düster, ich sehe gar nichts. Ja, ne, ich sehe ja, das Krankenhaus ist ja ziemlich groß. Man. Ach so. Ach, das ist ein Regular-Server. Da kann man sogar noch die Beschreibungen sehen von den Zombies. Also wenn du da einen Zombie anbesiehst, dann steht da Man auf Orange. Ey, 1000 Jahren würde mich hier kein Spieler sehen ohne Nachtsichtgerät. Ich sehe einfach nur aus wie die Landschaft. Da kann man. Das sieht man wahrscheinlich auf YouTube, sieht man da gar nichts. Ja, ich glaube, ich logge mich hier irgendwo hinten im Freien aus. Und hoffe, dass hier kein Spieler rumhängt, damit ich mich wieder einlogge. Was zur Wasserpumpe will ich noch? Es ist ja wirklich nur schwarz-weiß hier, also. Also von der Dunkelheit finde ich es ja Arma bzw. Days eigentlich ziemlich geil. Also wenn es hier Nacht ist, dann ist es hier Nacht. Ich habe das jetzt einmal in der Taschenlampe gesehen. Ja. Theoretisch müsste der Boden direkt hier sein. Irgendwo. Nein, Junge! Er steht erstmal eiskalt auf. Genau.
Ja, Junge, bleib doch liegen! Und er rennt auch noch los. Gott. Zombie fight im Dunkeln, oder? Nö, wenn die Zombies mich fighten wollten, müssen... 6596. Wie gesagt, das Bloodpack wäre gar nicht schlecht, wenn ich das mal kriegen würde. Bei Gelegenheit. Ja. Wie gesagt, er hat zweimal die Bewegung gemacht, es dir zu geben. Und war halt nicht weg. Naja, das... Ich ahne, dass es hier echt daran scheitern wird, dass ich diese hässliche Pumpe wirklich nicht finde. Aber hier leben auch nur 83 Zombies auf dem Server. Ach, ich habe die Pumpe gefunden. Juhu. Da ist er. Ich höre zwar gerade schon wieder Zombie-Kreische, aber... So. Fill Water. Hey. Ach, das macht er gleich mit allen. Nice. Blub. Ich habe ja noch eine im Inventar. Habe ich die jetzt abgepackt? Verdammt, wo ist jetzt meine Wasserdingens hin? Ach nee. Ich habe 3 Stück hier und ich habe... Ach, Kacke. Ich habe es gerade erfolgreich geschafft, meine Wasserflasche zu verlieren. Na toll. Ja, klasse. Ja, beim Versuch, die zu weg... Also ich wollte die gerade... Ich hatte noch eine leere... Aber da war sie, da war sie, da war sie, da war sie. Das fällt mir gerade ein, ich kann die nicht nehmen, wenn ich nicht vorher Platz schon habe. Aber ich habe sie wiedergefunden. Ich krieg die wieder, ich krieg die wieder. Wenn ich nicht gleich erschossen werde. War die denn? Ich sehe die auch nicht. Es ist hier so stockenduster. Da war sie. Nein. So, ich habe sie wieder. So, ich lock mich jetzt hier direkt neben dieser komischen Pumpe aus und dann machen wir hier morgen weiter. Mein Gott.